Ein neues Video zum Thema Germany's Next Topmodel 2023. Ja, die neue Staffel steht in den Startlöchern und schon gibt es die ersten Schlagzeilen. Die InTouch hat wieder einen sehr krassen Artikel verfasst, wo es nochmal um Vorwürfe geht. Hier steht Horror hinter den Kulissen und InTouch hat exklusiv etwas publiziert, denn ein angeblicher Insider hat ausgepackt. Und was die Vorwürfe des Magazins sind, das werden wir in diesem Video besprechen. So, Freunde, da sind wir wieder. Germany's Next Topmodel startet in wenigen Tagen und ich möchte euch nochmal daran erinnern, hier die Glocke zu aktivieren. Ich werde Livestreams machen, ich werde Livestreams bei Instagram machen, also folgt mir auch gern da. Ich freue mich drauf, es wird sehr spannend und nichtsdestotrotz wollen wir heute nochmal, oder was heißt nochmal, eigentlich ist es nochmal, über die Thematik sprechen, die hier in der InTouch vorgeworfen wird. Generell muss ich sagen, bin ich auch ehrlich, dass mir diese Themen langsam zum Hals raushängen, was aber auch einfach daran liegt, dass ich das in der Vergangenheit schon so oft gemacht habe. Und ich rede nicht explizit von den Schlagzeilen aus dem letzten Jahr, sondern ich bin auch wirklich jemand gewesen, der in der Vergangenheit Germany's Next Topmodel auch so ein bisschen kritisch betrachtet hat und bestimmte Themen aufgegriffen hat, wo ich dann gesagt habe, so, ob das jetzt so das Richtige ist. Ne, das ist natürlich auch immer eine Einzelmeinung, das ist meine Meinung, das kann jeder anders sehen. Aber wenn dann hier immer so wieder Themen aufkommen, wo ich das Gefühl habe, wir haben die schon 100-mal durchgekaut und das wird immer wieder thematisiert, dann bin ich aber an einem Punkt, wo ich denke so, okay, geht das jetzt die nächsten 10 Jahre so, aber wahrscheinlich schon, ne? Das ist ja bei allen Themen so. Das Witzige an dieser Stelle ist, dass wenn man sich jetzt diesen Titel anguckt, ja, da gibt es ja nun wirklich, wird ja kein gutes Haar an der Sendung gelassen, ist auch legitim, wenn sie das so berichten wollen, aber hinten drauf wurde dann halt irgendwie eine komplette Werbung von Germany's Next Topmodel gebucht und dann denke ich mir so, okay, also auf der einen Seite die Sendung so krass zu kritisieren und dann aber auf der Rückseite eine ganze Werbung einzuräumen für die neue Staffel, die natürlich bezahlt wird. Also bedeutet, dieses Magazin bekommt ja Geld dafür. Da musste ich schon so ein bisschen schmunzeln. Ich habe den Artikel schon mal so ein bisschen überflogen und ich werde jetzt natürlich nicht jedes Detail vorlesen können, weil ja der Autor oder die Autorin eine Art Copyright drauf hat. Aber wir gehen mal so ein bisschen auf einige Punkte ein und vor allem auf ein paar Zitate. Denn der Witz an der Sache ist, obwohl sie hier am Anfang sagen, Insider packt aus, kann ich euch jetzt schon sagen, dass es hier keinen Insider gibt in dem Magazin. Der einzige Experte, quasi Gewaltpräventionstrainer, ist Carsten Stahl. Der äußert sich ein bisschen dazu und hat da sicherlich auch einige interessante Punkte. Hier steht zum Beispiel Heidi Klum, Riesenwirbel um die neue Staffel, fördert die Castingshow, Gewaltbereitschaft unter jungen Mädchen. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht einschätzen, weil ich jetzt keine, wie sagt man, Zahlen oder Statistiken dazu habe. Auf jeden Fall werden hier links ein paar Sachen quasi, wie sagt man, aufgelistet. Unter anderem geht es natürlich nochmal um Joy aus der 14. Staffel. Da gab es ja dieses Drama mit Lena. Und hier steht dann auch nochmal, dass Joy die Show verlassen musste, nachdem sie die Lena angegriffen hat. Ich habe damals auch schon gesagt, und das wiederhole ich auch gerne nochmal, könnte man jetzt gerne nachgucken, dass ich das damals schon sehr schwierig fand, dass man Joy überhaupt in die Show gelassen hat, weil ich das Gefühl hatte, dass sie vielleicht mental oder auch auf ganz vielen Ebenen nicht so stark war, wie man das gebraucht hätte für die Show und ist deswegen auch zu diesem Eklat gekommen. Ist. Auf jeden Fall steht hier, dass es zwar nicht gezeigt wurde, ne, so wirklich, doch zuvor wurde der Skandal mächtig ausgeschlachtet. Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern, weil ProSieben hat zu keinem Zeitpunkt diesen Skandal ausgeschlachtet. Die einzigen, die das ausgeschlachtet haben, waren Magazine wie InTouch und natürlich alle anderen Online-Medien, weil das natürlich eine ganz große Schlagzeile war. Das hat es ja so noch nie gegeben und ich betone auch an dieser Stelle nochmal, dass, und das habe ich auch damals gesagt, dass man das hätte verhindern können, dass man es leider nicht getan hat. Das ist sehr schade gewesen für alle Beteiligten, denn dazu sollte es natürlich nicht kommen. Dann geht es hier nochmal um eine Situation mit Vanessa. Da muss ich ehrlich sagen, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber ich sehe hier ein Foto und insofern hat es auf jeden Fall stattgefunden. Also man muss dazu sagen, die Staffel 2014, nee, es war nicht 2014, es war die 14. Staffel, war eine krasse Staffel. Ne? Da gab es wirklich den ganzen Tag Beef rauf und runter, das war schon krass. Hier hat Vanessa den bestimmten Finger gezeigt, wenn ihr wisst, was ich meine. Sie durfte aber in der Show bleiben und ist nicht rausgeflogen, steht hier. Dann natürlich unvergessen diesen ganzen Skandal
von Liana, ja. Auch da möchte ich mal ganz kurz was zu sagen. Ich weiß, dass viele von euch Liana damals nicht gemocht haben. Und ich habe damals schon gesagt, dass ich sie eigentlich gar nicht so schlimm in der Sendung fand. Und die Leute, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass es wirklich so eskaliert ist, waren ja wirklich die Leute draußen, die Liana angegriffen haben. Und auch das erlebe ich heute tagtäglich, ja. Also heute wirst du ja sogar schon angegriffen, wenn du das falsche Spiel zockst, wie zum Beispiel Hogwarts Legacy. Und damals habe ich Interviews gemacht mit Liana. Ich habe sie in den Fashion Week Videos gehabt und ich habe nur böse Kommentare bekommen. Also auch wirklich Wochen und Monate nach der Show. Und das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden und ich sehe irgendwie auch das als Problem. Natürlich kann man darüber streiten, inwiefern Szenen verfälscht dargestellt werden, bei Reality-Shows jeder Art, jetzt gar nicht bezogen auf Germany's Next Topmodel, ne? Darüber kann sich natürlich immer nur eine betroffene Person insofern äußern, weil die natürlich weiß, wie die Wahrheit war. Also sie kann nur beurteilen, was sie erlebt hat und was am Ende gezeigt wurde. Das kann ich als Zuschauer nicht beurteilen und das könnt ihr da draußen natürlich auch nicht beurteilen, weil ihr nicht wisst, wie die Situation in der Realität war, ja? Aber das war natürlich ein Ausmaß, was auf jeden Fall nicht hätte passieren dürfen. Und hier gab es nochmal eine Aussage von Solin und Liliana in der Staffel 2021. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Da hat ja die Liliana auch damals richtig viel Kritik für bekommen, aber das hatte sich auch relativ schnell wieder aufgeklärt. Ja? Auf jeden Fall geht es jetzt hier darum, dass der Artikel in erster Linie sagt, dass da mal fragwürdige Schönheitsideale vermarktet wurden. Inzwischen haben sie sich das Thema Diversity auf die Fahne geschrieben, aber Experten warnen vor dem Phänomen, dass quasi die Attacken dadurch im Internet immer größer werden durch solche Shows. Und Carsten Stahl hat da auch auf jeden Fall was gesagt gegenüber InTouch und er sagt: Bei Germany's Next Topmodel werden absolut falsche Werte vermittelt. Es entsteht der Eindruck, dass das Wort Mobbing ein legitimes Mittel im Umgang miteinander ist. Warum spreche ich das gerade so komisch aus? Weil das alles Schlagwörter sind, die für YouTube, für den Algorithmus schwierig sind. Ich aber trotzdem möchte, dass wir wirklich uns ganz sachlich mit dieser Debatte auseinandersetzen. Denn dieses Problem, was jetzt hier beschrieben wird bei Germany's Next Topmodel oder bezogen auf Germany's Next Topmodel, haben wir ja auch wirklich in allen anderen Formaten. Ich sage einfach nur gerade, Iris Klein, Yvonne Wölke, Peter Klein, ja, die sind nicht mal in einem Format drin und trotzdem kriegen die Kommentare von Leuten oder Privatnachrichten, die sich wirklich auf diesem Niveau begeben. Ja? Der Experte sagt weiterhin, in der Schule und zu Hause bekommen die Kinder beigebracht, dass Mobbing falsch ist. Im TV wird dann aber das genaue Gegenteil vorgelebt. In bestimmten Formaten auf jeden Fall. Und sicherlich hat auch Germany's Next Topmodel in der Vergangenheit mal Grenzen überschritten, gerade in dieser 14. Staffel. Ja? Der Umgang miteinander oder generell im Umgang miteinander habe ich sowieso das Gefühl, jetzt mal unabhängig von Reality-Shows, dass die Leute viel aggressiver miteinander geworden sind, dass sie weniger Empathie füreinander haben und dass sich jeder wegen allem angegriffen fühlt und irgendwie auch das Gefühl hat, andere Leute maßregeln zu müssen auf eine Art und Weise, die absolut grenzüberschreitend ist und sich wirklich Themen hochschaukeln. Ich habe das Gefühl, dass ein sachlicher Diskurs generell verloren gegangen ist und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Leute, weiß ich nicht, immer so eine gewisse Aggression in sich haben und einfach gar nicht mehr auf Augenhöhe miteinander diskutieren können. Denn es ist ja auch irgendwie okay zu sagen, pass auf, ich finde, du hast das und das nicht gut gelöst. Aber so wie ich das gerade ausdrücke, ist es ja nicht mehr in der Regel. Also ich meine, guckt euch die Kommentarspalten zu verschiedensten Themen an, ob bei Instagram, Facebook, bei YouTube. Bei mir muss ich sagen, in den Kommentaren hält sich das in Grenzen. Aber das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich problematisch finde. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Entwicklung gar nicht so durchs Fernsehen in erster Linie stattfindet. Die hat vielleicht früher den Grundstein gelegt, sondern dass Social Media das Problem ist, weil da die Leute das Gefühl haben, komplett anonym sich das von der Seele zu reden, was sie wollen, um vielleicht irgendwie auch ihren eigenen Frust abzubauen und den eigenen Frust an anderen Personen rauszulassen und dass deswegen permanent Grenzüberschreitungen stattfinden, die dann zu so einer Situation unter anderem sorgen im Zusammenspiel mit vielen anderen Elementen, die wir zum Beispiel bei Liana erlebt haben. Ja, bin auch gespannt, was ich jetzt wieder für Kommentare bekomme. Jetzt sagen die Leute wieder so: Ja, du relativierst. Nein, ich relativiere gar nichts. Ja, aber man kann ja nicht immer nur einen Punkt dafür verantwortlich machen. Und am Ende kann man jetzt irgendwie sagen: Okay, verschiedene TV-Sendungen oder gezielt Germany's Next Topmodel, worum es in diesem Zusammenhang ja geht, ja, haben für bestimmte Situationen gesorgt, die sehr unvorteilhaft waren für die ein oder andere Kandidatin.
akzeptiere ich zu 100%. Aber trotzdem müssen wir das ja auch von den Leuten trennen, die sich dadurch irgendwie angesprochen fühlen und dadurch legitimiert fühlen, solche Nachrichten an Leute zu schreiben oder auch wirklich übergriffig zu sein im Alltag, auf der Straße. Das muss man ganz klar trennen, weil sonst nimmt man nämlich den eigentlichen Schuldigen auch, in dem Fall die Menschen, die solche Nachrichten verfassen, sonst nimmt man ja denen auch die ganze Schuld weg. Und da muss man, finde ich, auch aufpassen. Auf jeden Fall, genau, was sagt Carsten Stahl noch? Dass halt TV-Sender super viel Geld durch solche Themen verdienen. Und das wirkt dann auf andere Mädchen verlockend. Tatsächlich sind Streit, Tränen und Zickenzopf wichtige Show-Elemente des Casting-Formats. Die eigentliche Model-Challenge ist gerade dabei im Hintergrund. Ich muss ehrlich sagen, früher definitiv ja. Gab ganz krasse Staffeln, nicht nur die 14. Staffel, gab auch noch ganz andere krasse. Ich finde, inzwischen ist das sehr zurückgegangen. Also wenn ich jetzt mal gerade an die 2022er Staffel denke, bitte korrigiert mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, vielleicht habe ich das auch schon verdrängt, aber da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt an so gut wie gar nichts mehr erinnern in dieser Richtung, außer dass es am Anfang mal irgendwie Beef gab zwischen Noella und noch irgendeiner Kandidatin, aber das wurde auch schon wieder so schnell abgehandelt, dass ich das, glaube ich, vergessen habe. Ich glaube, es war eine Diskussion mit ihr und Lenara, ne? Auf jeden Fall, genau, hier wird nochmal dieser Ausraster beschrieben mit Lena, 2000 das mit Liana, was wir auch schon alles kennen. Und das hat natürlich heftige Konsequenzen. Was steht jetzt hier drüben noch? Da wird nochmal 2021 erwähnt, eine Sprecherin von ProSieben erklärte nach dem Eklat bezogen auf Liana, das hatten wir alles schon, dass es Betreuung gegeben hat und dass eine Kampagne im Internet gestartet wurde, die die Problematik unterbinden sollte. Ob das reicht, ist natürlich die große Frage. Carsten Stahl sagt an dieser Stelle nochmal, Heidi Klum hat eine Vorbildfunktion, sie sollte das MOBBING und die Gewalt in ihrer Show nicht fördern, sondern bremsen. Heidi Klum ist damals tatsächlich dazwischen gegangen und ich finde, inzwischen hat sie auch mit den Kandidatinnen gesprochen. Ne? Ich meine, darf jetzt natürlich auch, und da muss man auch mal so ein bisschen aufpassen, ich meine, wenn ganz viele verschiedene Menschen aufeinandertreffen, und das ist jetzt, glaube ich, diese Problematik, und da gibt es auch nicht schwarz und weiß, ist es natürlich klar, dass es Differenzen gibt. Nur diese Differenzen dürfen natürlich nicht ausarten. Und es darf natürlich auch nicht passieren, dass eine Kandidatin komplett zur Außenseiterin wird, ja, und dadurch dann irgendwelche Schäden entstehen. Also da muss man auf jeden Fall eingreifen. Ich würde jetzt aber in dem Fall eher sagen, dass das irgendwie auch Aufgabe der Produktion ist. Insofern generell von jeder Produktion in jedem Format, weil die kriegen ja das ganze Tagesgeschehen mit. Und dann könnte natürlich Heidi Klum, was sie ja in der Vergangenheit auch getan hat, natürlich nochmal das Gespräch zu einzelnen Kandidatinnen suchen, um das zu unterbinden. Das ist letztendlich die große Geschichte. Für alle, die jetzt irgendwie gedacht haben, da gibt es einen aktuellen Bezug zur neuen Staffel, gibt es natürlich nicht. Der Insider ist auch kein Insider, sondern der Insider ist ein Experte auf dem Gebiet, der natürlich zu bestimmten Entwicklungen was sagen kann. Also wenn da irgendwie Insider geschrieben wird, muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich jetzt irgendeinen erwartet aus der Sendung, der ganz gezielt was dazu sagt, vielleicht aus der neuen Staffel, dass es nicht passiert. Aber ich bin gespannt, wie es jetzt entwickeln wird. Und jetzt können wir diesen Diskurs hier eröffnen in der Kommentarsektion. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Denkt dran, sachlich, ja. Man muss verschiedene Meinungen aushalten und man muss das Ganze sachlich betrachten. Und da freue ich mich auf die nächste Zeit mit euch. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.